Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ender Games Folge mit dem Torben diesmal. Genau, ich bin der Torben. Der Torben ist so und so viele Jahre alt. Ja, und stinkt. Ich bin 15. Und riecht sehr gut. Genau, wir spielen ein ganz besonderes Kit. Das seht ihr jetzt im Chat. Das liegt mir sehr am Herzen, dieses Kit. Ja, aber das darf ich dem Torben nicht sagen. Weil wir hier auf einer ganz bestimmten Map dafür spielen. Och nee, ich hatte nicht nachgedacht. Och Mann, ich bin aber, da ich mit dem nicht umgehen kann, werde ich wahrscheinlich direkt rausfliegen. Also verzeiht's mir, Leute, ich bin noch am Üben mit dem Kit. Der Hai ist richtig geil. Aber, Alter, ich wurde in die andere Richtung geportet. Das ist echt ein Witz. Weißt du, ich hab mich schon richtig schön drauf vorbereitet, loszurennen und so, ne? Und dann werde ich auf einmal umgedreht. Und wäre fast direkt runtergesprungen. So habe ich immerhin noch einen Bogen und vier Schneebälle. Ich würde mir gerne Teleporter kaufen. Der ist mega praktisch. Da bist du 10 Sekunden lang nach dem Tausch unverwundbar. Ja, Teleporter oder Vampir? Nee, ich hole mir Teleporter dann. Aber Vampir ist halt in so einem Gemetzel ziemlich cool. Weil du dann dich nach einem Kill halt wieder hochheilst. Oder halt auch, wenn du ein Tier killst, kriegst du auch ihn. Bomber ist ja nicht mehr so überpowered, oder? Bomber würde ich mir sowieso nicht holen. Ja gut, wenn da Tiere sind, dann killst du mal eben einen mit einem Schlag quasi, ja, wenn das ein Huhn ist. Aber ich finde, es gibt coolere Kids. Ja, es gibt generell richtig mega viele coole Kids. Ja, das stimmt. Okay Leute, ich werde mir wahrscheinlich ein Holzschwert craften. Weißt du, das ist mein Glück, ne? Ich werfe eine Enderperle und wo landet die? In der Schlucht. Ohne zu sehen werfe ich eine Enderperle und sie landet in der Schlucht. Und jetzt komme ich hier noch nicht mal mehr raus, weil ich die andere... Ah, danke. Ich möchte noch eben schnell die Kiste. Oh, okay, nichts. Okay. Ein Dia. Oh, scheiß Sicherheitswarnung. Ja, ich weiß, dass mein Internetschutz in 6 Tagen abläuft. Mein Internetschutz, mein Virenschutz. Oder ein Dia-Schwert und alles. Was mache ich jetzt? Das ist echt nicht die Möglichkeit. Ich finde keinen zweiten Dia. Aber immerhin habe ich... Tobi, ich habe einen Bogen, ne? Der wäre bei dir natürlich sehr vom Vorteil. Ja, mich beschießt gerade schon einer mit dem Bogen. Ja, da, wenn du ein bisschen Rüstung hast, hast du ja gar kein Problem damit. Ah, ich habe keine Rüstung. Oh oh. Aber egal, der weiß anscheinend noch nicht, dass ich high bin. Nee, das wissen die meisten, die checken gar nicht, das. Der verballert gerade seine Pfeile. Ich weiß. Oh, lol. Nein, das ist Bullshit, aber ich bin Zielsucher, also es ist eigentlich gut. Danke, Torben. Oh Mann, jetzt schießt der auch noch. Lol, der wurde getauscht. Oh, der hat unter 50%. Jetzt bin ich verwirrt, aber ich habe noch nicht mal Essen, aber ich regeneriere halt wegen dem Buff. Hä, ist der Hai? Ah, der scheint auch Hai zu sein, also er kassiert zumindest... Ach, komm. Mann, jetzt spiel ich hier mit so vielen Haien zusammen. Ja, er hat auch Schnelligkeit. Ich bin tot. Ach, mein... Oh ja, geh ins Wasser, danke. Warum das war der perfekte Kill. Warum gucke ich nicht einfach mal, wie die Map heißt? Sondern laber einfach, ja, ich nehme wieder Zielsucher, aber Zielsucher ist auf jeder Map gut. Ach ja. Ich mache mir Schuhe aus Eisen. So ist dieses Leben. Ich habe einfach kein vernünftiges Essen, ne? Leute. Achso, wie ihr ja bemerkt habt, macht der Tobi seine Ender Games Serie und ich nehme Bad Wars auf und Flo wird auch irgendwas machen, was zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht feststeht. Macht der nicht Aura? Ja, wahrscheinlich, denke ich, ne? Oder ist ein Ziel... Aura Rage Mode, sowas wird der machen. Das ist ein Zielsucher. Ah, Chili ist gestorben, der hat mich getötet. Ja, Aura Rage Mode, sowas wird der Flo machen. Haben wir alle unsere so Lieblingsspielmodi. Und die spielen wir gerne. Ich hätte jetzt gerne einen... Ach, ich hab ja... Und wir machen die halt manchmal alleine. Manchmal sind mehrere dabei. Manchmal spielen wir... Übrigens nichts einen anzuzünden, wenn direkt neben einem Wasser ist. Nur so ein kleiner Tipp. Wir versuchen halt so oft wie möglich zusammen auch aufzunehmen. Aber im Moment ist ja Adventskalender erstmal dran. Den müssen wir immer eigentlich zusammen aufnehmen. Ja, also Leute, ne, ihr seht schon, ich produziere weit im Voraus. Ja. Damit das alles schön regelmäßig kommt. Richtig. Ich werde auch jetzt mich um Bad Wars kümmern, dass wir da viele Folgen haben. Und tschüss.
Alter, du hast ja sogar noch Schwäche am Land. Ja, ja. Und? Ich kill trotzdem alle an Land. Einfach weil ich gut bin. Ah, nice. Ich habe einen Bogen. Perfekt. Wow. Okay. Da bin ich perfekt ins Wasser geportet worden. Der hat alle Sachen angezündet. Einzigmal. Hm. Boah, ich hätte... Mann, mit Hai wäre das viel cooler gewesen. Dann wären wir zwei Haie gewesen. Ich tracke wen anders. So, boah, jetzt kann die haben sich gegenseitig geschlachtet und da kommt der nächste. Lol, jetzt wird er getauscht. Der hat ein verzaubertes Tierschwert. Was? Nicht allein mit dem an. Boah. Wie ein Wasser. Oh, gut. Du hast das verzauberte Diaschwert, Tobi. Ich weiß. Okay. Gib mir das Diaschwert. Pass auf, der ist ein Delfin. Jo, oh Gott. Als ob. Der ist ein Delfin, der holt dich sowieso ein. Du musst versuchen, irgendwie... Oh. Sehr schön. Leute, das ist eine Regeneration. Jetzt beeil dich, ich springe über die Seerosen. Ja, ich bin so gut wie tot, Alter. Da kommt direkt der nächste. Der hat Heiltränke hier liegen. Wo ist der? Ach, da. Hab ich die? Nein. Nee. Gib mir die Heiltränke. Ah, der kommt! Er ist auch Delfin! Oh hey, Gott. Was? Ach, der ist Delfin! Ja! Ja, geil, ich bin tot. Der hat keine Rüstung, den kannst du noch kriegen. Jawohl! Noch einen Schlag! Sehr schön! Ich hab 16 Dias! Oha! Crafte, du wurdest gerade getauscht. Beeil dich jetzt. Ich hab mich einmal geheilt, Alter. Komm, beeil dich. Der Schwimmgamer, ja, wenn du dir eine Dia-Rüstung machst, dann bist du viel besser ausgerüstet. Mach dir einfach Dia-Hose und Dia-Brust-Harnisch. Der hat Eisen... Also er hat ich lebe nur noch mit einem anderen. Ja, also er hat Eisenbrustplatte, Lederhose, Goldschuhe, Goldhelm. Also wenn du dir eine Dia-Hose und eine Dia-Chestplate machst, solltest du es eigentlich gewinnen. Außerdem ist er kein Landkit, du musst halt kein Wasserkit, du musst halt so tun, als wärst du ein Landkit und dann einfach vor ihm flüchten und ins Wasser springen. Und jetzt wurde ich dir getauscht. Sehr gut. Danke für den Tipp. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Wie weit seid ihr? Ach, der mein Gott, Alter, Leute. Das Kit macht doch ganz schön viel Spaß, aber ist es hektisch. Ja, man muss oh mein Gott, ey, gegen zwei Delfine, noch zwei. Ich habe aber auch drei Leute. Alter, hier, ich habe 7 Kills, glaube ich, jetzt schon. Ja, das ist eine starke. Und zwar an Land davon auch 3. Kit im Wasser nicht überschätzen. Weil sonst ist man auch am Arsch. Wenn man gegen einen mit voller Rüstung oder so kämpft und der mit dem Bogen schießt und du kaum Rüstung hast, dann bist du auch am Arsch. Ja, egal, natürlich. Ob du im Wasser bist oder nicht. Das ich Kit hoffe, ist er flieht von sich aus ins Wasser. Das ist viel lustiger. Ist im Wasser. Also Delfin macht sicherlich auch Spaß. Oder ja. Kangaroo. Ja, aber Delfin ist halt auffälliger. Er hat schon mal Bogen. Geh einfach... ja, perfekt. Ja! Box ihn rein. Aber er ist ein Schwimmgamer, er kann schwimmen. Aua. Bogen. Ja, der zieht mir nicht mal ein Herz ab. Ich weiß, du regenerierst ja direkt... Oh boah, er muss sich direkt schon mit 10 Heilungstränken bewerfen. Perfekt, so sieht das aus, als würdest du lieber an Seerosen-Ding gehen. Man muss schon wieder einen Heilungstrank mitnehmen. Ich habe auch noch einen für den Notfall. Ja, ja. Oh. Sehr gut. GG. Oh, Leute. Mein Gott. Das macht... Wann bist du überhaupt gestorben? Ganz am Anfang, gegen den Hai. Hatte ich natürlich keine Chance. Ach, stimmt. Schade. Ja. Okay. Weil ich kein Heil genommen habe. Naja gut, Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, auch mit Torben, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Ja. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert uns und so weiter, schreibt schöne Kommentare, gebt konstruktive Kritik. Okay, Leute, vergesst es. Macht einfach das, was ihr macht. Ciao. Also, konstruktive Kritik. Ihr gebt immer unnötige Kritik. Okay. Ihr gebt gar Tschüss, Leute.